herzlich willkommen in der Joy Zone im neuen Studio. Ja, Tausende von Menschen, die sind auf der Flucht bereits vertrunken. Wir kennen Bilder von Kindern, die versuchen, über Stacheldraht hineinzuklettern, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Zwei Menschen, die diese Bilder auch gesehen haben und die gefunden haben, hey, sie müssen handeln und sie möchten etwas ändern, die sind heute bei mir. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, Michael Reber und Vanja Krnojevic. Hallo. Michael, du hilfst seit Monaten auf der griechischen Insel Lesbos. Ja. Genau, dort sind schon über 500.000 Flüchtlinge gestrandet. Wie ist es für dich, wenn du jetzt da bist in der Schweiz und weißt, in dem Moment wird vielleicht auch ein Flüchtlingsboot da ankommen? Also zuerst einmal ist es hier in der Schweiz sehr friedlich, aber es ist so, über das Handy verfolgen wir laufend, was passiert. Wir haben Leute, die jetzt hier arbeiten und es kommen jetzt auch im Winter noch täglich Boote an, mit Familie drauf, über das kalte Wasser rein, völlig durchnässt und geschockt, wenn sie auf Lesbos ankommen. Also dir ist das alles bewusst, du verfolgst es, aber es tut dich in dem Sinne nicht beschäftigen. Du kannst wie runterfahren, wenn du da bist. Das beschäftigt mich sehr, aber wir haben einen Job, den wir machen wollen, den wir seit Monaten machen. Und entsprechend haben wir auch eine gewisse Distanz dazu, wenn es darum geht, den Job zu erledigen. Die Momente, wo man darüber nachdenkt, wo das auch emotional betrifft, ist häufig abseits von der effektiven Rettung. Ein ruhiger Moment, dann, wenn wir im Team reden oder auch mal zur Nacht. Bei mir ist es zum Beispiel häufig während dem Duschen. Also wenn man mal so einen Moment wirklich für sich hat und das Ganze versucht zu verarbeiten. Vanja, bei dir, du bist ja von der Border Free Association. Was ist dein eindrücklichster Moment, den du in den letzten Monaten erlebt hast? So gibt es viele, ganz viele. Mich machen einfach die schönen Sachen ab und zu auch traurig. Es ist so ein Gefühl, das man nicht beschreiben kann. Es ist Glück und Trauer zugleich. Und das sind so Momente, wo ich auch ab und zu muss tränen lassen muss. Wenn Leute sich bedanken, wenn sie jetzt ankommen zu uns, was sie hier durchmachen, Türkei und Griechenland, und bis sie zu uns kommen, sind schon ziemlich müde. Und halt die Momente, wenn sie einfach Danke sagen, wenn sie einfach angekommen sind. Ich stelle mir das sehr emotional vor. Hast du die heimlichen Fragen an Vanja und an Michael? Dann komm doch in den Chat auf choice.ch/live und stell dir. Ich habe jetzt auch noch eine Frage, und zwar, wie ist das eigentlich, wenn Flüchtlinge flüchten? Welche Route nehmen die? Wer kann dir das besser erklären als unser Gorsin? Für die Flucht wenden sich ganze Haufen Menschen an sogenannte Schlepper. Für die ist das ein riesiges Geschäft, sie machen mit dem Milliarden. Die häufigsten Schlepperrouten, die gehen über das Mittelmeer auf Italien oder Griechenland. Eine Reise von Syrien oder Afghanistan zum Beispiel kann bis zu 10'000 Euro kosten. Dazu kommt noch, dass die Reise auch sehr riskant ist. Letztes Jahr sind auf so Schlepperweg über 3'000 Flüchtlinge ums Leben gekommen. Weil die Flucht über das Meer so gefährlich ist, flüchten auch immer mehr Menschen über den Landweg. So sind zum Beispiel in der Türkei in den letzten 4 Jahren über 2 Millionen Flüchtlinge eingereist. Auch der Landweg von Griechenland weiter Richtung Norden ist ziemlich schwierig. Zum Beispiel ist es in Serbien und Mazedonien laut Amnesty International fast unmöglich, um als Flüchtling anerkannt zu werden. Außerdem wird die Flucht durch Grenzzäune und Kontrollen noch schwieriger. Michael, du bist eigentlich selbstständiger IT- und Unternehmensberater. Das heisst, weil im Moment schaffst du wirklich Vollzeit und unentgeltlich in Lesbos. Was hat dir was ist für dich der Auslöser gewesen, dass du gesagt hast, du möchtest jetzt dort arbeiten? Ich war mit meiner Frau letzten August in Griechenland in der Ferien und wir haben zurückgekommen in Athen die Situation der Flüchtlinge auf dem Viktoriaplatz gesehen. Wir haben ihnen dort einen Tag geholfen, sind nachher heimgegangen aus der Ferien, wie geplant. Und ich weiss noch, es war die Frau, die ein paar Mal gefragt hat, hey, aber das können wir doch so nicht stehen lassen. Und in diesem Sinne war sie ein bisschen die Initiatorin von diesem Projekt. Und dann haben wir uns entschieden, wieder runterzugehen und zu helfen. Zuerst für 8 Tage, dann für einen Monat und inzwischen sind 5 Monate daraus geworden. Das ist schon fast, ja. Also ihr seid ja zuerst in Athen und dort in der Stadt für die flüchtenden Menschen gekocht. Ja. Und habt euch nachher entschieden, um dort zu bleiben. Sind ihr euch bewusst gewesen, was da wird auf euch zukommen? Nein, wirklich nicht. Wir haben am Anfang geplant, für 8 bis 10 Tage zu kochen und haben dann auch wieder aufgehört. Und wir haben dann sehr viel Unterstützung aus der Schweiz bekommen, finanzielle Unterstützung. Viele Flüchtlinge sind auf uns zugekommen und gesagt, hey, geht auf Lesbos helfen. Dort braucht es unbedingt Leute, die helfen. Die Helsarmee in Athen hat mich gefragt, ob ich auf Lesbos gehen würde. Und dann bin ich zuerst mal schauen und dort halt einfach schon bleiben hängen, kann man glaube ich so sagen. Ja.
Wir sehen jetzt gerade auf der Karte, wo das genau liegt, auf dieser griechischen Insel. Vanya, du hast ja selber einen Migrationshintergrund. Das heisst, du bist als Kind von Jugoslawien geflüchtet. Was treibt dich an, zum Helfen? Also natürlich spielt das auch eine grosse Rolle, weil wenn man selber Flüchtling ist, weiß man, wie sich die Leute fühlen. Aber bei mir war ausschlaggebend das Video auf dem Facebook, mazedonisch-serbische Grenze, wo die Polizei Flüchtlinge nicht mehr durchgelassen hat in August. Und sie sind geschlagen worden und dort habe ich ein Kind gesehen, bin selber Mutter. Und haben mir einfach gedacht, ich muss etwas machen und dann habe ich angefangen. Genau, wir sehen auch jetzt wieder, wo das genau liegt. Bei dir war es wirklich so, eben, du sagst, du hast die Bilder gesehen von diesen Misshandlungen, hast dann innerhalb von 5 Tagen 2'000 Franken zusammengesammelt, genau. Rucksack gepackt und gegangen auf Serbien. Hast du keine Angst gehabt, allein dort anzureisen? Eigentlich nicht, nein. Ich habe schon vor 2 Jahren habe ich bei den Überschwemmungen geholfen in Bosnien. Und so habe ich einfach im Facebook gepostet, man muss etwas machen, irgendjemand muss anfangen. Und ich habe eigentlich keine Angst gehabt, nein. Du hast einfach die eigene Initiative ergriffen gefunden, du fängst an. Ich stelle mir das jetzt so vor, wenn man dann nicht wirklich eine Ausbildung darauf gemacht hat, woher weiss man, wie man anfangen muss? Also Bauchgefühl. Man muss einfach auf sich selber hören, mal Hirn ab und zu mal ausschalten auch und aufs Herz hören. Und wenn man helfen will, dann melden sich jenste Leute, die auch helfen wollen, nicht wissen wo, nicht wissen wie. Und so ist es auch entstanden mit Border Free. Also ich bin allein aber ohne Organisation. Haben sich angefangen, Leute zu melden bei mir, haben wir über Facebook kommuniziert. Mit ein paar Kolleginnen haben wir dann zusammen Border Free gegründet. Am 9.9. haben wir einen Verein gehabt. Und sie arbeiten in der Schweiz, ich bin vor Ort, und weil ohne Unterstützung aus der Schweiz geht das gar nicht. Genau, also sie arbeiten in der Schweiz, sie sammeln das Geld quasi und Güter zusammensammeln und dann dir schicken, und dass du das mit dem dort unten kannst. Eigentlich sammeln wir nur Geld, weil Güter herabzubringen, das ist viel zu teuer. Also das lohnt sich gar nicht, ein Lastwagen. Vor allem, es ist ja keine schlimme Situation in Serbien selber. Es sind ja Flüchtlinge, die durchkommen, es ist ein Transitland. Und so entstehen auch am Zoll sehr grosse Kosten. Und haben wir uns entschieden, weil dort unten sowieso alles günstiger ist, mit dem Geld, das wir hier in Zürich oder in der Schweiz gesammelt haben, vor Ort alles. Also wir kaufen halt Nahrungsmittel und kochen unten. Wir machen Tee, wir haben auch Kleider und alles, aber kaufen alles vor Ort. Unterstützen auch so die Wirtschaft von Serbien. Mhm. Das ist auf der anderen Seite natürlich auch ein guter Punkt. Du hast gesagt, eben, der Zoll ist viel zu teuer. Michael, was hast du denn so erlebt, wo dich quasi gehindert hat? Oder was waren die Anfangsschwierigkeiten bei euch? Haben wir Schwierigkeiten gehabt? Nein, wir haben einfach den Schlafmangel. Der begleitet uns von den ersten Tagen her. Das heisst, die Gesundheit ist manchmal ein bisschen beeinträchtigt. Dann muss man wieder mehr schlafen, dass man wieder wirklich fit ist und weiterbügeln kann. Aber ich glaube, wenn man so etwas macht, darf man sich nicht an dem orientieren, was ihm daran hindert, etwas zu machen, sondern man muss dort durchgehen, wo die Wege offen sind. Und es ist auch nicht schwierig. Viele Sachen sind ganz selbstverständlich, von Mensch zu Mensch. Man braucht keine Wahnsinnsausbildung für hier etwas können zu machen. Man muss halt selber hergehen und den Leuten gegenübertreten. Hingehen und schauen, was es zu tun gibt. Du hast vorhin gesagt, Schlaf war ein Problem. Wie viel hast du effektiv geschlafen? Es schlafen alle so viel wenig, wie sie es verleiden können, dass sie noch weiterarbeiten können. Das können für die Leute sind das 2-3 Stunden pro Tag, für die Leute sind das 4-5 Stunden pro Tag. Aber ich glaube schon, wenn man nachher auf Lesbos geht oder an andere Grenzen geht, dann probiert man möglichst viel aus dieser Zeit zu machen, wo man dort hier investiert und eben alles rauszuholen. Ja. Woher hast du gewusst, wie das du kannst helfen kannst? Ich habe das auch nicht so genau gewusst. Man muss wirklich hergehen und schauen und mit den Leuten reden und sich überlegen, was das fehlt. Und eben, sehr viele menschliche Gesten, die man macht. Man schleift Wasser her, man schleift Essen her, man schleift Regentechnik her. Es ist nicht kompliziert. Mhm. Man muss es hergehen machen. Und so der psychologische Aspekt, wie kann man dort helfen? Ich habe einfach gemerkt, am Anfang sind Impressionen, wo bis 15'000 Leute waren, also bei den Registrationszentren. Und die sind in einer Reihe gestanden, haben gewartet und man muss einfach auf Leute zugehen. Und ab und zu reicht einfach Salam Aleikum und dann lachen sie sofort und so entstehen Gespräche. Mit Frauen redet man über ganz normale Sachen wie in der Schweiz, oder? Das sind ganz normale Menschen. Also ich weiß nicht, von was Leute so Angst haben und wieso sie immer denken, sie sind Flüchtlinge. Das ist schon eine Masse von den Leuten. Aber jeder Einzelne hat eine Geschichte hinter sich. Und mit jedem redest du auch anders. Mit Jugendlichen haben wir angefangen, Strassen zu putzen, weil es so dreckig war. Also junge Flüchtlinge, die einfach mitgeholfen haben.
Und sind auch Freundschaften entstanden. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wir schreiben es auf Facebook, bedanken sich, wenn sie angekommen sind. Man kann nicht immer die ganze Zeit im Kontakt bleiben, aber es ist einfach schön zu wissen, dass man das Menschliche, weil wenn man irgendwo ankommt, wo man jemanden kennt, wo man Sprache nicht kennt, ist man froh, dass jemand einfach mit einem redet. Und dann hat man schon etwas Grosses gemacht. Also das heisst, wenn die Menschenmengen dort sind, gibt es da eventuell zwischendurch auch so Schlägereien oder so etwas? Am Anfang gab es in Preševo, also Schlägereien indirekt, aber es hat schon so Dränglereien gegeben, weil sie nervös waren und aber man hat sie beruhigen. Also wir sind, am Anfang waren sehr wenige Organisationen vor Ort. Gewesen. Also von außen, vor dem Camp, war fast keine einzige Organisation. Gewesen. Aber sie sind ziemlich ruhig. Also das erstaunt mich immer wieder, wie ruhig die Leute sind, wie sie mit ihren Kindern umgehen. Also ich habe selber das Kind, habe ich schon gesagt. Und wenn ich mir vorstelle, so eine Reise mit meinem Kind zu machen, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Aber die Leute haben einfach eine Ruhe in sich. Mhm. Ja, eben gerade wenn wir. Ja, ich denke, viele Situationen, die die Leute durch müssen, sind eine Art erniedrigend. Also sie müssen mit ihrer Familie in ein Schlauchboot hocken, statt dass sie eine Fähre nehmen können. Sie müssen in einem dreckigen Flüchtlingscamp hocken, statt dass sie ein normales Hotel buchen können. Sie sind gezwungen, all die Grenzen illegal zu überwinden. Und darum denke ich, ist es wichtig, ihnen mit Respekt gegenüber zu treten. Ihnen Hallo zu sagen, ihnen Respekt zu zeigen und sie dort halt wieder einfach als Mensch abzuholen. Genau, eben wie man ganz einfach mit einem normalen Menschen umgeht. Genau. Michael erzählt uns nach einer ganz kurzen Pause, wie das ist, wenn eben so ein Boot ankommt, wie das aussieht und was er da so erlebt hat. Also bleib unbedingt dran und bis gleich. Herzlich willkommen zurück in der Joy Zone in unserem brandneuen Studio. Unser heutiges Thema ist Flüchtlingshilfe und meine Gäste sind Vanya und Michael, die sich eben für solche Menschen auf der Flucht einsetzen. Die grosse Frage ist jetzt, wieso flüchten eigentlich so viele Menschen von Serbien und möchten auf Europa? Der Corsin, der erklärt sie kurz und bündig. Während dem arabischen Frühling im Jahr 2011 sind verschiedene Regime, darunter zum Beispiel das in Libyen und Ägypten, gestürzt worden. Auch in Syrien hat es einen Aufstand gegeben, aber die Regierung hat den brutal bekämpft. Und das war der Anfang des Bürgerkriegs, wo der Präsident Assad mit Gewalt gegen sein eigenes Volk vorgeht. Dazu kommt jetzt auch noch die Terrororganisation IS, die den Krieg ausnützt, um ihr Territorium in Syrien auszuweiten. In diesem Krieg sind bis jetzt über 220'000 Menschen ums Leben gekommen. Über 11,5 Millionen Menschen sind darum auf der Flucht. 7 Millionen davon in Syrien selber und der Rest davon im Ausland. In diesem Flüchtlingscamp in Jordanien zum Beispiel leben mittlerweile schon fast 80'000 Menschen. Also ganz ein Haufen Flüchtlinge, die kommen eben auf der griechischen Insel Lesbos an. Dort arbeitet auch der Michael Reber, der vor Ort ist und die Menschen in Empfang nimmt. Michael, was machst du genau vor Ort, wenn so ein Boot kommt? Wir sind im Moment rund um die 20 Leute. Wir haben Leute zur Nacht draussen, die Flutlicht haben. Das heisst, wenn ein Boot kommt, dann stehen wir eigentlich am Ufer, haben in beiden Händen Scheinwerfer und zünden die Zähne an, sodass die Retter genug Licht haben, zum Retten. Und auch, dass die Leute keine Panik haben, dass sie sehen, wo die Kinder hergehen, was passiert. Der Tag durch sind wir meistens jetzt mit zwei Teams draussen, helfen auch den Leuten aus dem Wasser und verteilen dann trockene Kleider. Genau, also ihr nehmt die Leute in Empfang und gebt ihnen so das Wesentliche, so die wichtigsten, eben trockene Kleider. Es sind Schuhe, die nass sind, es sind Hosen, die nass sind. Zum Essen geben wir meistens ein bisschen weniger Zeit. Das kommen nachher Bössen, wo die Leute relativ rasch einsteigen müssen, dass sie aus dem Wind wegkommen. Und mit dem Böss gehen sie nachher ins Registrationscamp Moria. Es müssen alle Leute hören, sie müssen dort ein Fötzelpapier, ich sage jetzt, dass sie so abholen, für das sie dann weiterreisen können. Also quasi Bestätigung haben oder die Erlaubnis, um weiterzugehen. Wir haben jetzt eine Frage im Chat. Und zwar vom Überbelichten. Wie kann man davon leben, wenn man Flüchtlingen hilft? Vanya, wie sieht das bei dir aus? Also im Moment, ich habe meine Arbeit aufgegeben. Am 1. November habe ich gekündigt, damit ich mich ganz gerne widme. Meine Eltern sind eine sehr grosse Unterstützung, meine Freunde. Und ich habe meine Wohnung untervermietet und bin zur Mama zurück.
Also das heisst, Wohnung quasi weg, alles genau. Fixkosten weg. Genau. Wie ist es bei dir? Ich bin sehr gut verheiratet. Meine Frau, die das Mastermind hinter dieser ganzen Operation ist, ist daheim. Die ist Tierärztin im Kanton Bern, die arbeitet und behaltet mir so den Rücken frei, dass ich in Griechenland arbeiten kann. Dass du nachher wieder quasi zurück in dein Leben kannst und so der Grundboden herum ist. Wenn wir jetzt wieder zurückkommen aufs Boot, eben wo die Leute ankommen, wo ihr die Menschen in Empfang nehmt, woher wisst ihr, wann die Leute kommen und auch wo sie ankommen? Das ist verschieden. Also, der Tag durch sieht man das Boot zum Teil kommen. Die Nacht durch wird auch beobachtet. Man kann mal zum Teil Positionen der Flüchtlinge selber über WhatsApp oder Viber zugeschickt, wenn sie nachher selber auf dem Wasser sind. So, dass wir sehen, wo sie kommen, dass wir uns bereitstellen können. Was nimmt es jetzt natürlich Wunder, wie sieht denn das aus, wenn die Menschen ankommen? Was für eine Atmosphäre ist da und wer kommt da und wie reagiert man? Das siehst du jetzt, das sind nämlich die Bilder, die Michael in den letzten Monaten tagtäglich gesehen hat. Also wir sehen, da kommt wirklich von jung bis alt alles an. Es hat einen Haufen Kinder darunter. Michael, die sehen ziemlich verstört aus. Das sind vermutlich total traumatisierte Menschen, die hier ankommen. Wie gefährlich ist die Überfahrt effektiv für die Menschen? Es sind über 3'000 Leute, vermutlich über 4'000 Leute gestorben, dieses Jahr vor Lesbos, bei der Überfahrt über das Meer. Es kann bis zu 6-8 Stunden gehen, über das Meer zu fahren, wenn der Motor zwischendurch immer wieder spinnt, wenn es Nacht ist, wenn es Sturm ist. Und die Leute haben zum Teil Todesangst. Das merkt man auch, wenn man denen begegnet am Ufer, wenn sie ankommen. Die Leute haben Todesangst. Das ist eine sehr spezielle Stimmung. Und das ist vermutlich eine riesige Erleichterung. Ich stelle mir vor, gerade für Männer, die mit der Familie unterwegs sind, dass das Ufer jetzt erreicht ist. Das ist so. Man sieht häufig, wie Eltern nachher dekompressieren. Rennen, 2-3 Minuten kleinen Nervenzusammenbruch haben, weil sie jetzt so erleichtert sind, dass sie endlich ankommen, dass ihre Kinder sicher sind. Und man muss nachher dort mit ihnen reden, mit ihnen schnaufen und dann sagen, komm, jetzt musst du weiter, nimm deine Kinder wieder trockene Kleider und weiter ins Flüchtlingslager. Die Leute müssen halt immer in Bewegung bleiben. Mhm. Also du tust dir Zeit nehmen, tust mit diesen Menschen schnaufen, ankommen. Aber ich stelle mir vor, das ist ja auch ein riesiger Druck, wenn du siehst, wie viele Menschen das da einfach die ganze Zeit kommen, was für eine grosse Menge das ist und auch was für eine Verantwortung das du trägst. Also man kann wirklich sagen, von dir hängen effektiv Menschenleben ab. Ja, ich bin nicht der, der es auf das Boot gesetzt hat. Ich bin auch nicht der, der die Schuld ist, dass sie flüchten müssen, sondern wir sind eben dort, um ihnen aus dem Wasser zu helfen. Und im Oktober war es wirklich verrückt. Im Oktober sind 135'000 Leute in einem Monat auf dem Lesbos angekommen. Da ist das eine Boot gekommen und dann ist man zum nächsten Grenzstrasse. Es war Tag und Nacht voll. Die Leute haben draußen geschlafen, da zumal noch bei akzeptablen Temperaturen. Heute ist das nicht mehr so. Wenn man mit in dieser Völkerwanderung ist, realisiert man, dass wir das müssen akzeptieren müssen, dass wir mit dem müssen umgehen müssen, dass wir es nicht verhindern können. Das ist sonnenklar, wenn man das mit eigenen Augen sieht. Mhm, wenn man es selber sieht. Vanja, du siehst es eben auch, du bist an der Grenze bei Serbien im Einsatz. Wieso braucht es Menschen wie dich und Michael? Uns braucht es unbedingt, also an allen Grenzen, ist egal wo. Es ist so, dass zum Beispiel meine Arbeit sieht ein bisschen anders aus als seine. Es gibt ein Registrationszentrum in Preševo. Und in dem Center können am Tag 5'000 Leute aufgenommen werden. Das ist aber viel zu wenig, oder? Und also Rotes Kreuz ist vor Ort, UNHCR und Remar. Und die sind drinnen im Camp. Was passiert mit den Leuten, die warten müssen? Ab und zu müssen sie einen Tag oder zwei Tage warten, von draussen. Sie haben kein Essen, es hat am Anfang gar kein WC, es hat
nichts, gar nichts. Und es hat geregnet, im Oktober hat es sehr viel geregnet, weniger als jetzt. Sie haben keinen Regenschutz, gar nichts. Also sie werden nicht mit Essen verpflegt, überhaupt nicht. Und wenn es freiwillige Helfer nicht hätte, dann würde viel mehr Schlimmeres passieren, als schon jetzt passiert, was genug schlimm ist. Das wäre einfach in dem Fall absolut nicht mehr vor Ort. Sie sind auf sich allein gestellt. Also wirklich, auch medizinische Hilfe. Wir hatten Frauen, die fast das Kind geboren haben in der Reihe, in der Warteschlange. Niemand hat reagiert. Sie waren einfach nicht bereit gewesen. Kein Staat war bereit gewesen. Und dann haben wir angefangen, mit der Polizei auch zu kommunizieren. UNHCR anrufen, wenn irgendein Notfall war. Frauen, meistens sind Frauen 4, 5 Kinder und sind dazu noch schwanger. Und wenn sie jetzt 2 Tage warten in der Schlange, passiert viel, oder? Und freiwillige Helfer gehen unter den Leuten und merken auch sehr schnell, wer Hilfe braucht. Also für uns ist es eigentlich absolut unvorstellbar, solche Zustände. Marrakesch hat vorher im noch einen Kommentar gebracht, nämlich es macht mich fertig, solche Sachen zu sehen. So ein bisschen kritische Stimmen sagen aber auch, so Privatinitiative ist auch ein falsches Zeichen an Politik. Was sagst du dazu, Michael? Wir müssen zuerst mal das Leben der Leute schützen. Und alle anderen Fragen müssen wir eigentlich nachher stellen. Du hast vorhin gesagt, dass die Sachen, die wir uns nicht vorstellen können, dass die Leute derart ohne Hilfe dort stehen. Und dann kannst du nicht zuwarten. Wenn die Politik kommt oder sie dort ist, umso besser. Und NGOs auch. Und solange das halt niemand macht, musst du selber reinstehen. Du hast ja keine Wahl. Wenn du Mensch bleiben willst, musst du dann reagieren. Wir haben noch ein Quote, unser Quote of the Week. Das ist ein bisschen kritisch. Das kommt vom Serdar Somuncu. Und was kotzt mich mittlerweile dieser Common Sense von Willkommenskultur an? Refugees welcome. Wer jetzt? Nur die Guten oder auch die Bösen? Egal, Hauptsache mitmachen. Letztes Jahr war es noch die Ice Bucket Challenge, jetzt sind es die Flüchtlinge. Also es ist ziemlich kritisch, ja. Wie ist eure Haltung dazu? Für mich ein bisschen oberflächlich. Ich weiss jetzt nicht, wie der Herr sich bereits mit Flüchtlingen beschäftigt, wie intensiv, wie lange, an welchen Stellen. Aber das sieht von mir aus relativ weit weg beurteilt aus. Ich finde den Vergleich auch voll krass. Also, wenn er so etwas vergleicht, was ist jetzt modern, jetzt gehen wir helfen. Es sind keine Flüchtlinge, es sind Menschen, die in Not sind. Sie rennen weg vom Krieg, vom Tod, vom Mord. Vom Folter, das sind Kinder, das sind Frauen. Es stimmt nicht. Im Facebook lese ich ab und zu, dass Leute behaupten, es sind 90% junge Männer, was gar nicht stimmt. Es sind viele Kinder. Und wenn du so eine Geschichte vergleichst mit irgendetwas, was letztes Jahr modern war, finde ich das ziemlich krass von ihm. Ich weiß nicht, wie alt er ist, aber. Das ist verharmlosend, oder? Also, das sollten wir mal mitnehmen. Das wäre vielleicht auch spannend gewesen, genau, um noch bei uns in der Runde zu haben. Es ist auch gut Mensch, ist eigentlich das Unwort vom Jahr 2015. Also es ist recht krass, eben, dass man das so kann auf diese Seite beziehen kann. Weißt du, wir denken gar nicht über uns noch. Also, zum Gutmensch gibt es für mich einen guten Spruch. Gutmensch, keiner mag uns, uns ist es egal. Ja, also, total egal. wie ist das? Also, du, Michael, du forderst eigentlich Safe Passage. Was, ja, was ich behalten? Nicht mehr sehen ist, ich will nicht mehr sehen, dass jeden Tag kleine Kinder, wie hier die Schwimmweste, wo ein kleines Mädchen war, wo wir vor einem Monat zu einem Boot ausgenommen haben, dass diese Familien nicht mehr auf dem Wasser sind. Und wenn man sich das einmal genau überlegt, wenn man die Leute auf Fähren lässt, ändert sich eigentlich genau nichts, weil sie sind am Schluss in Europa und fragen für Asyl. Aber es würde alles ändern in Lesbos. Die Leute wären nicht mehr auf dem Wasser. Es würden vor allem nicht mehr die ganzen Schmuggler so viel Geld bekommen. Das müsste auch in allem Interesse sein, dass die Kriminellen nicht immer mehr Geld bekommen. Und wir hätten keine Umweltschäden mehr. Das heisst, wir könnten in Lesbos auch wieder Tourismus machen. Also, hinten dran würde sich nichts ändern. Die Leute wären da, fragt die für Asyl. Aber wenn wir die Leute auf Fähren tun, hätten wir alle die Sicherheitsprobleme mehr, weg und das Leben von den Leuten wäre geschützt. Das probieren wir unter Safe Passage zu bewerben. Es ist eine Bewerbung, es klingt eigentlich super positiv und gut, aber ja, das hat natürlich schon auch noch andere Seiten. Also ich denke mir, viele Menschen haben einfach Angst, dass dann da jeder könnte kommen. Ja, mindestens die bis jetzt ertrunken sind, hätten wir zusätzlich, weil die ertrinken nicht mehr. Vielleicht kommt auch noch der eine oder andere, der das Risiko scheucht, aber wirklich die Überlegung, dass eine gefährliche Reise, also davon abhalten zu kommen, die ist falsch. Die Leute kommen aus dem Krieg. Es ist Krieg. Es sind Bomben.
Ich glaube, das ist das, was hier immer noch nicht verstanden wird. Der Druck ist so gross zum Gehen. Die Türkei hat so viele Flüchtlinge, die bereits dort sind. Der Druck, für weiterzugehen, ist derart gross, dass die Leute so oder so kommen. Ja. Entweder riskieren sie es auf dem Wasser oder wir lösen auf die Fähre. Und wenn wir anständig sind, zu Leuten, die aus dem Krieg kommen, dann müssen wir die auf die Fähre lassen. Wir haben gar keine andere Wahl. Also eben, das ist quasi die einzige Chance, die sie haben. Sie nehmen wirklich quasi den Tod in Kauf, um von dort wegzukommen. Genau. Aber wie ist denn das, wenn angenommen, ihr helft jemandem aus dem Boot, der sich nachher in Europa in die Luft sprengen würde? Was ist eure Haltung zu dem? Es ist eine Statistik. Wenn wir 1000 Leute aus dem Boot helfen, dann haben wir darunter Kriminelle. Und dort ist mein Argument wieder, der lädt sie auf Fähren. Wenn sie auf Fähren kommen, könnt ihr sie einzeln kontrollieren, wenn sie vom Schiff kommen. Im Moment reisen Tausende einfach über Strände ohne Kontrolle. Also der safe message. Ich hätte eine Frage an Politiker. Wieso lassen sie so Leute rein? Sie machen ja an jeder Grenze Kontrolle. Wieso lassen sie diese Leute rein? Wir helfen nur, wir machen nichts sonst. Das sind Polizisten dort, das sind Grenzwächter. Wieso lassen sie die Bombentypen rein? Wieso kontrollieren sie die nicht? Ja, wieso wissen sie nicht, wieso kommunizieren sie nicht miteinander? Es sind ja 5 Grenzen, bis sie auf Europa kommen. Gut, dafür müssen wir jetzt einen Politiker haben, der hier bei uns hockt. Wir haben euch die Heime auch gefragt, respektive die Leute auf der Straße. Was ist eure Haltung? Habt ihr auch schon mal einem Flüchtling geholfen? Und könntet ihr euch vorstellen, zu spenden oder auch noch andere Sachen zu unternehmen? Und du die Heime ganz konkret, kannst du dir das vorstellen? Schreib es in den Chat auf choice.ch/live. Aber jetzt schauen wir zuerst, was die Leute auf der Straße dazu gemeint haben. Ich wollte dich fragen, ob du vielleicht auch schon mal Flüchtlingen geholfen hast. Geholfen? Nicht gross. Ich hatte eigentlich nicht die Möglichkeit dazu. Und hätte ich die Möglichkeit gehabt, hätte ich natürlich geholfen, aber bin nicht dazu gekommen. Ich selbst persönlich nicht, aber mein Land, ich komme von der Türkei, wir haben 2 Millionen Flüchtlinge in unserem Land hineingelassen. Also ich bin zu der Caritas gegangen und habe Kleider gespendet für Flüchtlinge. Nein, habe ich bis jetzt noch nicht. Aber nicht, weil ich das irgendwie nicht eine gute Sache fände. Ich würde sehr gerne spenden, aber die momentane Situation erlaubt es gerade nicht so. Die Flüchtlinge habe ich geholfen, indem ich eine kleine Spende von 20 oder 30 Franken hatte, glaube ich, gespendet gehabt. Aber ich sage ja, persönlich mit Flüchtlingen habe ich so direkt noch nichts zu tun gehabt. Ich persönlich noch nie, aber ich habe einen Kollegen, der einen aufgenommen hat in seiner Wohnung. Und ja, den habe ich auch kennengelernt und der ist wieder zurück. Also nein, nicht zurück, er ist glaube ich auf Deutschland, er muss auf Deutschland gehen. Ja, das ist schon meine einzige Erfahrung eigentlich. Also ich habe eine Band im Kanton Zug und wir sind im Jugendzentrum. Und dort kommen immer wieder mal auch Flüchtlinge und so. Und wir helfen ihnen, indem wir einfach, also wir haben eine Spendeaktion gemacht. Einfach Kleider und Spielzeug für die Kinder vor allem. Und wir haben das unabhängig von der Behörde gemacht, also wirklich wir selber. Wir haben alles selber aufgeleistet. Willkommen zurück in der Joy Zone. Bei mir ist heute Michael Reber und Vanya Krnojevic, genau, wo Flüchtlingshilfe machen. Das heisst, sie setzen sich sehr fest und sehr stark für Menschen auf der Flucht ein. Wir haben dich daheim gefragt, was ist eigentlich deine Meinung dazu zu der Flüchtlingshilfe, respektive hast du selber auch schon gespendet. Wir schauen gerade, ob da etwas in den Chat reingekommen ist. Der Brokkoli findet, ich spende auch immer Kleider. Also, es gibt schon Leute, die sich engagieren. Wir haben es auch vorher in der Strassenumfrage gesehen. Es ist wirklich präsent. Den Leuten ist es nicht einfach egal. Vanya, du hast aber auch ein Integrationsprojekt. Das heisst, du denkst weiter. Man tut nicht einfach nur die Leute dort unterstützen, sondern du möchtest eigentlich die hier ankommen, auch weiterhin begleiten. Verstehe ich das richtig? Ja, ich glaube, es ist unsere Aufgabe, also nicht nur die erste. Weil ich das auch selber erlebt habe, wie das ist, wenn du irgendwo ankommst und du Sprache nicht kennst. Ich war ja 12 und es ist sehr schwierig. Vor allem die Pubertätzeit ist ein bisschen. Und wir von Border Free, wir sind 7 Frauen im Vorstand und etwa 15 noch Freiwillige, die mitmachen. Wir sind einfach auf die Idee gekommen, wir müssen auch hier etwas machen. Und wenn die Leute ankommen zu uns, was machen wir denn mit ihnen? Oder vor allem gut, Kinder und Frauen sind eigentlich gut versorgt. Oder Kinder passen sich irgendwann an in der Schule. Was passiert mit den jungen Männern vor allem? Ich habe einfach Angst, dass die Gruppe von den jungen Männern irgendwann kriminell wird. Sie werden jetzt in ein Flüchtlingsheim
hineingesteckt, sage ich einmal, sie dürfen nicht arbeiten, sie dürfen nicht. Und wir haben ein paar Projekte geplant mit anderen Organisationen, mit anderen Leuten. Also es ist noch in der Kinderschuhe. Aber ich denke, durch Sport, durch Musik, man kann Kampfsport machen, zum Aggression abbauen, dass man ein bisschen unter Leute geht, dass man sie, das Volk muss man mischen. Genau, dass man sie dort integrieren. Genau, integrieren. Wir kommen genau auf das nochmal zu sprechen, und zwar nach einer ganz kurzen Pause. Darum schreib unbedingt noch schnell deine Meinung in den Chat und diskutiere mit. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück in der Joy Zone. Bei uns geht es heute um Flüchtlingshilfe. Und dafür ist Vanya und der Michael bei mir. Vanya, wir haben vorher darüber gesprochen, dass du ein Integrationsprojekt hier machst. Das heisst, du hilfst nicht nur vor Ort, sondern auch noch hier in der Schweiz, dass die Menschen hier integriert werden. Du hast gesagt, mit Musik, mit Sport. Was ist sonst so der Plan? Wir haben jetzt freiwillige Mitarbeiter, die auf Preschewo gehen, eine Woche bis vier Wochen arbeiten. Und dort habe ich viele Leute kennengelernt, die Sozialpädagogen, Lehrerinnen. Und auf die Idee sind wir eigentlich alle zusammengekommen, dass man zum Beispiel die Lehrerinnen könnten ja Deutschunterricht geben. Man könnte Ausflüge machen, man könnte mit den Kindern zu. Man könnte so Frauenabend machen, dass Frauen, so Schweizer Frauen mit Flüchtlingsfrauen kochen, dass man ein bisschen Kultur austauscht, dass man sich kennenlernt. Weil ich glaube einfach, wenn man sich nicht kennenlernt, entsteht Angst. Oder Leute haben einfach Angst. Das ist etwas Fremdes. Das sind Moslems. Also, wenn wir keine Moslems hier hätten, also, das ist Blödsinn. Aber, und aus Angst entsteht Hass. Und das ist ganz, ganz gefährlich. Und ich habe einfach mit einer Borderfree-Frau darüber geredet und sie sind alle einverstanden. Es gibt auch ein paar bei uns im Borderfree, die selber Migrationshintergrund haben und wissen, wie schwierig das ist. Und ich glaube einfach, die Zielgruppe ist einfach junge Männer von, sprich, weiß nicht, 17 bis 25, dass man ihnen auch Aufgaben gibt. Ich weiß, sie dürfen nicht arbeiten. Aber zum Beispiel machen wir Konzerte in der Schweiz, wo wir Geld sammeln, wo wir einfach einmal zusammen sind. Und die Konzerte zu organisieren, könnten sie auch helfen, sie könnten mithelfen, um ein Projekt aufzustellen überhaupt, oder? Dass man ihnen zeigt, du bist nicht nur willkommen, das ist Euphorie, du bist willkommen, in Deutschland hat man das gesehen. Sind einfach am Zug gestanden, willkommen, willkommen, und nach zwei Monaten sind Asylheime im Brand, oder? Dass man den Leuten auch die Möglichkeit bietet, sich dort zu entfalten. Ich habe in Preschewo sehr viele junge Männer kennengelernt, die künstlerisch sehr begabt sind. Es gibt alles Mögliche, wirklich. Und vor allem Syrer. Syrer sind Leute mit Ausbildung. Und das muss man auch beachten. Und stell dir vor, du hast studiert in deinem Land, du bist jung, du willst leben. Du bist ganz normal wie ein Europäer. Du kommst in ein Land, wo du einfach keine Freiheit hast, du hast keine Luft zum Schnaufen. Du bist einfach irgendwo und du bist als Flüchtling. Ich will nicht, dass die Leute als Flüchtling bezeichnet werden. Das sind Menschen. Es gibt alles darunter. Es gibt wirklich alles. Und man sagt immer, der Staat ist verantwortlich für das. Aber der Staat sind wir. Wir haben die Macht und wir haben auch die Verantwortung. Und ich glaube, es ist einfach an der Zeit, dass wir aufstehen und nicht nur die Ersthilfe leisten, sondern den Leuten auch helfen, sich da wohlzufühlen und dann irgendwas, wenn vollwertiges Mitglied der Gesellschaft sind. Genau, du sagst, der Staat hat die Verantwortung. Das heisst, wir, die abstimmen, haben schlussendlich die Verantwortung. Ja, wir alle. Jetzt haben wir gerade im Chat genau noch eine Frage an Michael bekommen, und zwar vom Brokkoli. Wie funktioniert an Michael seine Beziehung, wenn er so lange von seiner Frau getrennt ist? Also sie ist teilweise auch vor Ort und hilft mit Kochen und so, aber sie verdient auch noch das Geld in der Schweiz. Ja, kochen im Speziellen tut sie jetzt nicht, aber sie war im Oktober da und im Dezember da. Sie macht mehr die medizinische Arbeiten, weil sie als Tierärztin entsprechend ausgebildet ist. Ich bin zwischendurch immer wieder daheim, auch für hier in der Schweiz einfach zu erklären, dass wir die Leute so fern nicht tun und nicht auf den Gummiboot lassen. Und so sehen wir es doch zwei, drei Mal im Monat. Aber es ist nicht einfach. Das ist eigentlich das, was mich stört, die ganze Sache. Aber es ist, ich glaube, gleich der Wert. Und ich freue mich schon gleich wieder mehr daheim zu sein. Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft denken, also dein Team wird noch bis Ende März in Lesbos vor Ort sein, gehst du davon aus, dass die Flüchtlingsströme dann, dass es die nicht mehr gibt? Oder wie geht es weiter? Nein, im Gegenteil. Ich gehe davon aus, dass es sicher 2016 noch schlimmer wird. Eventuell 2017 sogar noch mal schlimmer. Eventuell werden wir 2017 auch schon wieder sehen, wie es ein bisschen zurückgeht. Aber 2016 wird es sicher schlimmer als 2015.
Ich selber werde nachher ab Ende März nicht mehr in Lesbos direkt am Wasser arbeiten. Ich werde aber die zwei Schweizer NGOs, die dort tätig sind, das ist Zeriba mit dem Sascha Wegmüller und Better Days for Moria mit der Liska Bernett, die weiterhin auf Lesbos unterstützen. Und ich werde auch weiterhin probieren zu erklären, dass die Leute müssen auf Fähren kommen und nicht auf den Schlauchboot. Das würde alles lösen an den Problemen und würde nichts ändern an der Ausgangslage. Also du wirst dich in dem Fall weiterhin für die Menschen stark machen, einfach von der Schweiz aus. Vanya, wie sieht es bei dir aus? Was sind deine Wünsche für die Zukunft? Also ich habe schon Pläne für die Zukunft, was Flüchtlingshilfe angeht. Und es ist, ich werde wahrscheinlich nach Libanon gehen und in diesen Flüchtlingscamps mich einmal um. Ich muss zuerst einmal sehen, ein Bild machen, weil im YouTube habe ich schon geschaut. Es sind 1,5 Millionen Leute in diesen Camps. Kinder dürfen nicht in die Schule. Sie müssen arbeiten, weil Eltern nicht arbeiten dürfen und sie haben kein Geld. Also lassen sie ihre Kinder arbeiten. Es sind katastrophale Zustände. Und ich habe einfach geplant. Also mein Team steht hinter mir. Sie sind nicht immer alle so begeistert von meinen Ideen. Aber sie stehen jetzt hinter mir und ich gehe im März auf Libanon. Du wirst also in dem Fall weiterhin reisen. Falls ihr die Heime jetzt findet, hey, ich möchte das gerne unterstützen, dann ist es bei Michael, wie man sieht, auf schweizerkreuz.ch und bei der Vanya auf border-free.ch. Ist das richtig so? Genau. Danke euch viel mal, dass ihr euch Zeit genommen habt und hier angekommen seid. Das war sehr, sehr spannend. Und ich wünsche euch natürlich weiterhin viel Energie und muss sagen, grossen Respekt für euren Einsatz. Herzlichen Dank. Danke vielmals für das Interesse. Dir.